Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Early Access Version von Primal Earth. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, das Spiel ist ein Open World Animal Survival Spiel, also ähnlich wie The Isle, nur statt mit Dinosauriern, mit Tieren. Und wir haben netterweise von den Entwicklern einen Key bekommen für eine Early Access Version und können das jetzt schon mal antesten gemeinsam. Bedenkt bitte, dass das eine sehr, sehr frühe Version von dem Spiel ist. Wir spielen zum Beispiel jetzt auch im Singleplayer. Später ist das dann wahrscheinlich eher im Multiplayer mit anderen Spielern. Aber jetzt können wir wenigstens schon mal in das Spiel reinschnuppern. Und es gibt schon 5 spielbare Tiere. Und zwar haben wir da einmal den Löwen bei den Fleischfressern. Leider aktuell nur das Weibchen. Also das können wir gleich schon mal antesten. Aber hier sieht man auch schon eine Liste von den Tieren, die noch geplant sind. Von den Fleischfressern in dem Fall. Der afrikanische Wildhund, der Gepard, die Hyäne, der Leopard und hier unten noch das Nilkrokodil. Also es sind ja schon einige. Aber wir gehen jetzt mal rüber zu den Pflanzenfressern. Denn dort haben wir einmal den Büffel, Cape Buffalo. Ich glaube, das ist der Kaffernbüffel. Dann haben wir den Elefant, der ist sogar spielbar. Kann ich euch mal kurz auch zeigen. In dem Fall das Männchen. Dann haben wir eine Gazelle. Die Giraffe ist auch spielbar. Auch das Männchen. Da sieht man nur den Hals. Dann haben wir den Kudu, das Nilpferd, das hier ist eine Antilopenart, das harte Biest. Ich weiß gar nicht, welche Antilope das genau ist, auf jeden Fall eine Antilope. Impala ist auch eine Antilope, das ist der Strauß, dann haben wir hier das Nashorn, den Springbock, das ist das Gnu, das kann man auch schon spielen, seht ihr hier. Und dann haben wir noch das Zebra, das ist auch schon spielbar. Auch das Männchen. Alle, die spielbar sind, zeige ich euch natürlich gleich. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Zebra an. Warum nicht? Schon sind wir in der Welt. Als Zebra. Sieht doch auf den ersten Blick schon mal richtig schön aus, oder? Kann übrigens auch angreifen. Austreten nach hinten. Und das kann auch noch vieles mehr. So sieht es übrigens aus, wenn das rennt. Aber die Sounds scheinen noch gar nicht richtig implementiert zu sein. Ich spiele es gerade auch zum ersten Mal an. Ist aber halt auch eine sehr, sehr frühe Version von dem Spiel. Aber steuert sich schon mal sehr gut, muss ich sagen. Und sieht auch echt hübsch aus. Das macht sogar Geräusche, wie schön. Gibt hier sicherlich auch einige Tasten, die ich jetzt so nicht finde. Aber die Attacken und sowas. Die habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Es kann gut austreten, kann beißen. Und es kann auch langsam gehen und auch lossprinten. Und das ist auch relativ fix dann unterwegs. Wir können ja mal eben was trinken gehen. Bei unten rechts seht ihr auch unsere Werte. Da ist einmal diese gelbe Lunge, das ist unsere Ausdauer. Dann natürlich der Tropfen ist das Trinken und diese Büschchen sind das Essen. Die Karte ist, glaube ich, nur dieser kleine Bereich aktuell, der jetzt hier von den Bergen umrandet ist. Aber der erste Eindruck ist schon mal nicht schlecht. Die Tiere bewegen sich jetzt nicht so schlecht und es sieht auch ganz schick aus. Fehlt allerdings natürlich noch einiges. Und dann können wir jetzt auch mal kurz hier hinschillen. Das müsste auch gehen. Oh, wie schön. Schlafen kann er anscheinend nicht. Ich glaube, andere Tiere können das. Aber es sieht schon ganz cool aus, dass er sich auch so ein bisschen die Fliegen wegschüttelt mit den Ohren und mit den Schweif hinten. Wir können sogar im Rennen angreifen. Oh, allerdings können wir nicht treten. Dann bleibt er stehen. Okay, wenn wir die Trittattacken machen. Stellt euch mal vor, wir werden jetzt von dem Löwen verfolgt und dann so, zack, einfach wegkicken. Ach, springen kann das auch noch nicht, anscheinend. Zumindest geht es nicht auf Leertaste. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir mal das nächste Tier.
Als nächstes spielen wir mal den Löwen, beziehungsweise die Löwin. Oh, sieht auch süß aus. Kann auch angreifen. Und anscheinend aktuell nur diese Attacke. Vielleicht auch im Sprint noch eine andere Attacke. Die werden später auch so Sprungattacken können, wenn das Kampfsystem kommt. Das kommt in den nächsten 2 Wochen. Ich werde euch da gleich auch noch ein paar Fakten zu erzählen. Aber guck mal, hier ist die Karte anders oder ich bin woanders gespawnt. Also vielleicht ist sie doch größer, als ich dachte. Sieht auf jeden Fall echt schön aus. Kann man sich hier ins hohe Gras setzen. Das Wetter genießen. Hinlegen geht auch. Und wir können auch schreien. Aber es gibt irgendwie noch keine Sounds beim Rennen oder sowas. Das fehlt noch ein bisschen. Also viele Sounds fehlen hier noch. Aber er ist schon mal echt schnell unterwegs. Und auch sehr agil. Weiß gar nicht, wo wir hier Fressen finden. Oh, mein Ausdauer ist weg. Die Nachtsicht ist übrigens hier. Können wir natürlich jetzt beim Tag nicht so richtig sehen, aber die gibt's auch. Oh, und es gibt auch Schleichen. Habe ich gerade beim Zebra gar nicht ausprobiert, aber ist ja nicht so schlimm. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwie eine Sprungtaste gibt, aber eigentlich wäre das doch Leertaste, wenn es die geben würde. Dann gehe ich mal davon aus, dass es das einfach noch nicht gibt. Aber eigentlich muss es ja auch was zu fressen geben. Sonst wird man ja verhungern. Wir können bestimmt auch schwimmen, ne? Nee, geht auch noch nicht. Aber das hatte ich schon in Videos gesehen. Dann ist es einfach noch nicht in der Early Access Version drin. Man scheint hier einfach reinlaufen zu können. Das wird dann alles noch kommen. Und das hier ist das nächste Tier, was wir uns anschauen. Das ist der Elefant. Der kann auch schon brüllen. Der ist natürlich ein bisschen schwerfälliger, aber dafür größer. Angreifen kann der, glaube ich, gar nicht. Ne, anscheinend noch nicht. Aber das kommt dann hoffentlich noch. Aber hinlegen kann er sich. Oh, der ist auch sehr süß. Braucht ganz schön lange zum Aufstehen. Aber macht ja auch Sinn bei dem Gewicht. Und der kann auch sprinten. Frag mich ja, was der fressen kann. Wahrscheinlich nicht an solchen Bäumen. Das ist eher dann so ein Giraffending. Wahrscheinlich eher da hinten das hohe Gras. Der Elefant regeneriert auf jeden Fall sehr langsam die Ausdauer. Wahrscheinlich würde das helfen, wenn man sich hinsetzt. Aber das dauert halt auch, ne? Das Hinsetzen und Aufstehen. Und damit ist man dann nicht so schnell unterwegs. Aber man ist natürlich sehr groß und stark und kräftig. Deswegen hat man ja auch nicht so viel zu befürchten. Und im Idealfall ist man dann ja später in der Herde unterwegs. Aber das scheine ich ja auch nicht essen zu können. Hier steht zumindest nichts. Oder frisst er jetzt, wenn ich E gedrückt halte? Nee, ich glaube nicht. Also zumindest steigt das Symbol da nicht. Macht zwar die ganze Zeit so eine Animation, aber das scheint nichts zu bringen. Aber wir gehen auf jeden Fall noch trinken. Die Trinken-Animation gönnen wir uns nochmal. Das sieht bestimmt cool aus mit dem Rüssel. War ein weiter anstrengender Weg.
Er fehlt noch ein bisschen so die Wassereffekte, aber er saugt das so richtig in seinen Rüssel und spritzt sich das dann in den Mund. Das sieht das schon echt hübsch aus. Und das hier ist das Gnu. Hat auch so einen Kopfstoß. Nach hinten austreten und nach vorne. Hat leider noch kein Gebrüll oder sowas. Wie die Sonne gerade. Ah, die ist bedeckt von den Wolken, okay. Es gibt ja auch schon verschiedene Wetter, aber die werde ich euch wahrscheinlich gar nicht alle zeigen können. Vielleicht fängt es jetzt ja mal an zu regnen. Oh, es fängt wirklich an. Auf Kommando, wie gut. Und dann seht ihr das auch mal. Ja, leider kann das gar nicht schreien oder sowas. Aber es kann sich schon hinlegen. Ich will jetzt hier auch mal schnell was trinken gehen. Ah, jetzt. Ist schon ganz schön dunkel jetzt. Vielleicht können wir jetzt mal die Nachtsicht testen. Aber man sieht es halt, es wird leicht heller. Wird im Dunkeln bestimmt helfen. Also ich glaube, bis zur Nacht werde ich jetzt nicht spielen. Kann der denn im Sprint angreifen? Ja, kann er tatsächlich. Seht ihr das? Kann mit seinem Horn so einen Stoß machen. Ansonsten kann ich hier leider noch nichts machen. Aber jetzt haben wir wenigstens auch mal den Regen gesehen. Und das hier ist das letzte Tier, was spielbar ist im Early Access. Giraffe. Ah, die hat leider auch noch keinen Call. Das sieht voll schön aus mit den Schmetterlingen, wie die da rumfliegen. Dafür sind jetzt auch riesig, ne? Ich weiß gar nicht, wie groß werden die. 5 Meter oder so? Weiß es nicht. Kann es gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Ich frage mich, ob wir jetzt an Bäumen fressen können. Aber wir können auf jeden Fall kicken. Auch nach hinten. Mit beiden Beinen. Einmal rechts, einmal links. Und nach vorne können wir mit dem rechten. Können wir das auch im Lauf? Ach, können wir auch. Dann macht er sogar mit beiden Beinen, oder? Das ist, glaube ich, eine andere Attacke. Nach vorne. Ich frage mich halt jetzt, ob wir hier was essen können. In den Blättern oder so. Ich glaube nicht. Was mit dem Fressen habe ich noch nicht so rausgefunden, muss ich sagen. Ich gehe jetzt nochmal da vorne zu diesem Elefantengras und dann gucken wir da mal. Ob wir da vielleicht was mampfen können. Die Sounds fehlen halt echt noch, ne? So beim Rennen und sowas. Geht halt viel Atmosphäre verloren, leider. Aber bedenkt bitte, es ist halt eine Early Access Version. Ich kann euch auch nochmal kurz jetzt die Liste vorlesen, was aktuell implementiert ist. Also es gibt halt nur den Einzelspieler auf dieser kleinen Testkarte. Die Karte ist halt auch sehr limitiert. Die wird noch größer werden. Dann gibt es 5 spielbare Tiere, die habe ich euch gerade gezeigt. Dann wurde auch schon die Bewegung implementiert der Tiere. Habt ihr ja auch gesehen. Dann gibt es das Wetter. Da gibt es wahrscheinlich noch andere Wetter, die wir jetzt nicht gesehen haben. Aber Regen und Sonne haben wir gesehen. Also ich denke mal, das reicht aus. Dann gibt es Tag-Nacht-Zyklus. Werde ich euch jetzt nicht mehr alles zeigen können. Und es gibt die Nachtsicht, die habe ich euch ja auch gerade schon gezeigt. Und in den nächsten 2 Wochen erwarten uns Map-Updates und die Karte wird größer. Dann wird auch das Kampfsystem eingestellt von dem Spiel. Also dann kann man auch kämpfen. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Und die ersten Server kommen. Also dann kann man auch online mit anderen Spielern spielen. Dann wird es sicherlich spannend werden. Also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert gerne. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich weiß, dass euch das Spiel interessiert. Voll süß, wie sie so Spagat macht, die Giraffe. Aber mein erster Eindruck ist schon mal echt nicht schlecht. Also der Status von dem Spiel ist natürlich noch sehr am Anfang, das muss man sagen. Aber die Tiermodels und die Bewegung fühlt sich schon ganz gut an. Das ist ja somit das Wichtigste. Ich mag halt auch das Spielprinzip sehr.
gucken, wie sie sich einrollt. Und ja, das war so der erste Eindruck von der Early Access Version von Primal Earth. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann werde ich euch weiter mit diesem Spiel versorgen, mit Infos. Und ich würde mich auch sehr über einen Kommentar von euch freuen. Das würde mich auch sehr unterstützen. Und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Wir reiten jetzt zusammen in den Sonnenuntergang. Oder rennen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.